Oh, die greifen uns trotzdem noch in größeren Zahlen an. Moment mal, das ist... Das ist doch jetzt hoffentlich die Armee, die hier oben gewesen ist. Warum bewegt ihr euch jetzt plötzlich hier? Drake, lenkt die ab. Aber sicher. Mit Vergnügen. Du musst da oben stehen, um die abzulenken. Ja. Gerne. Aber sicher. Für euch doch immer. Ja. Scheint zu funktionieren. Sofort. Ja. Drake zumindest einmal in seinem nutzlosen Leben ein bisschen eine Spur von nützlich. Eure Arbeiter hoffen wir bezahlen zumindest, dass die ihre Steuern. Ja. Nicht ausrasten, bitte. Für euch doch der immer. Der kommt nicht wieder hier runter. Okay, Drake ist nicht nützlich. Oh nein. Scheiß drauf, zünden. Gleich kracht's. Ihr beiden, ihr schafft das. Feinde gestoßen. Sie greifen nein, an. Schon wieder hast nur einer geschafft. Das reicht nicht, Freunde. Das reicht nicht. Ah, wir haben zu wenig Platz, um die da durchzukriegen. Und natürlich kommen genau in der Sekunde die Leute dann wieder an. Wir müssen unsere Diebe weiter voneinander trennen, aber dann sterben die auch sowieso. Ihr seid auf Feinde gestoßen. Sie greifen an. Mein Kumpel sitzt leider im Knast. Der ist Raubkopierer. Der Winter kommt. Winter ist nicht hilfreich. Immer noch nicht. Spiel. Seht nur. Es klarrt auf. Ja, die Horde hatten wir vergessen. Mit Vergnügen. Ja. Der Tag der Abrechnung. Steuern und Sünden Sold werden gezahlt. Zwei sind zu nah dran, das heißt, die sterben beide gleichzeitig und der Letzte schafft das. Wir müssen die vorher in Position bringen und dafür haben wir nicht die Zeit. Das ist echt kackjes. Aber irgendwie muss es machbar sein. Also die zwei haben das Problem, die zwei haben das Problem, dass die genau die gleichen Kanonenkugeln abkriegen und dann daran ihr sterben. Ihr werdet angegriffen. Hast du mal eine Mark? Ich muss den Winter wieder ausschalten. Es schneit. Ich überlege, ob wir den Scharfschützen keinen Vorstoß machen könnten. Sie versuchen können, ein paar Türme auszuschalten. Es klart auf. Probieren wir das und mal. Und wird wieder warm. Und beten, falls die Scharfschützen lebendig wieder zurückkehren. Jawohl. Euer Wunsch ist mir befehlt. Vielleicht zwingen wir damit auch die ganze Garnison dazu, sich ein bisschen zurückzuziehen. Wir erledigen oder im besten Fall sogar nachzufolgen. Ja, Herr. Gern. Wir erledigen das. Ja, Herr. Wir kümmern uns darum. In Ordnung. Wie ihr befehlt. Verteidigt euch. Ihr werdet angegriffen. Schlechte Idee. Wir kümmern uns darum. Seid unbesorgt. Nein, das war nicht die beste Idee. Wie wir festgestellt haben. Wie soll ich mich konzentrieren, wenn ihr mich kitzelt? Weil wir die da oben vergessen haben. Dieses miese Pack. Die natürlich sofort in die Flanke geschossen haben, als wir es versucht haben. Natürlich. Für probieren euch doch wir, ob immer. Wir es jetzt irgendwie schaffen können. Wird angegriffen. Die Diebe manuell zu natürlich positionieren. Es geht natürlich nur, wenn hier gerade keine Truppen durch die Gegend tanzen. Aber sicher. Sofort. Mit Vergnügen. Geht da runter. Aber sicher. Und da wurden sie doch noch entdeckt. Ich hasse euch alle. Ich hasse euch alle. Ah.
Ihr werdet angegriffen. Ach, es geht was da los. Schnee bedeckt die Landschaft. So. Und sobald der Winter vorbei ist, wird das mal gespeichert. Es wird wieder wärmer. Dicken Mäntel. Damit wir uns nicht nur mit dem verkackten Wetterturm rumprügeln müssen. Für euch doch immer. Wie soll ich mich konzentrieren, warum, wenn ihr mich kitzelt? Seid ihr unfähig, Tag. Einfach mal ganz kurz zusammen zu bleiben? Gerne. Ja. Sofort. Gerne. Ich weiß, wir bräuchten eine bessere Gelegenheit als das hier, aber die kriegen wir nicht. Nicht so schnell zumindest. Sofort. Ja. Oder das ihr passiert einfach. Angegriffen. Ich gebe zu, in der Sekunde hatte ich schon aufgegeben gehabt. Ich weiß nicht, ob ich gerade immer so lange zum Neuladen brauche. Ist übrigens, dass ich immer ganz explizit darauf aufpasse, dass ich auch so auf F6 drücke. Ich will nicht speichern, während unsere Leute am Sterben sind. Ich würde natürlich versuchen können. Wir könnten natürlich versuchen, die Feinde hier oben auszudünnen, indem wir ein paar Kanonen hochbringen und hier ein Stück schießen. Ist Zahltag. Das Problem ist, es würde nichts bringen, weil die Truppen von hier unten aus kommen. Also von diesem Turm aus. Genau wie die Kanonen. Ich stehle nur, um es den Armen zu geben. Naja, meistens. Warten wir, bis die nächste große Welle stattgefunden hat. Jetzt geht's hier los. Ja. Aber sicher. Ja. Ja. Speichern, weil wir uns nicht nochmal mit rumprügeln müssen. Natürlich. Der Feind attackiert eure Siedlung. Sofort. Das Blöde ist, da kommen natürlich die Feinde direkt wieder. Aber sicher. Und dann rennen die wieder da durch. Wir haben uns zum Glück gespeichert, bevor das jetzt passiert ist. Dann müssen wir noch mal ein bisschen geduldiger werden. Die rennen halt einfach. Es ist viel zu wenig Platz zum Ausweichen. Und viel zu wenig Platz, um unsere Diebe ordentlich zu verteilen. Verteidigt euch! Feinde greifen eure Häuser an. Mache ich. Für euch doch immer. Mit Vergnügen. Das war zu nah am Turm, nicht wahr? Es war zu nah am Turm. Für euch doch immer. Na, war nicht nötig, ihn da durchzuschicken. Laden. Müssen wir noch ein bisschen noch geduldiger werden. Mit Vergnügen. Gebt acht. Euer Dorf wird angegriffen. Aber sicher. Gerne. Ja. So, da kommt die Patrouille, die uns jetzt auf die Eier gegangen ist. Die jetzt bitte nicht durch unsere Diebe einfach durchrennt. Für euch doch immer. Natürlich. Für euch doch immer. Für euch da doch immer. Öffnet sich doch bitte. Natürlich. Natürlich. Wenn ich jetzt den Schatzmeister angegriffen hätte. Unsere aber Gelegenheit. Nein, sie schließt sich direkt wieder. Mache ich. Geh in Deckung. Ja. Für euch doch immer. Warum? Warum sitzt da, du dazwischen? Angegriffen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Ja, ihr macht mich fertig, Diebe. Da hätte man da zwischen Lager und Turm doch gehen können. Nein, er muss umdrehen und den Turm anpinkeln. Oh Gott. Ich bin ein Dieb, ich muss mein Revier markieren. Erst einmal den Hosenschlitz vor dem Kanonenturm öffnen. Das ist eine bestimmte super Idee.
Mami, ich will nach Hause. Stopp! Ja, euer Dorf wird angegriffen. Gerne. Natürlich. Die warten wir ab. Ja! Ja! So, zwei für kriegen euch wir. Doch immer. Okay, wir kriegen vielleicht sogar für alle drei dadurch. Immer. Ja! Wenn ich dich jetzt so schicke, dann rast du natürlich wieder aus. Warten wir, bis die an uns vorbei sind. Geh da hin. Geh da hin. Oh, natürlich kommt jetzt auch Resident. Steuern und natürlich kommen jetzt ausgerechnet in der Sekunde nochmal zwei Trupps Abelesken schützen. Wie viele habt ihr eigentlich? Wir sollten anfangen zu zählen. Ach. Gut, merken wir uns, es kommen nach dem Trupp immer nochmal zwei Trupps. Und wahrscheinlich sterben unsere Diebe dann einfach sofort gleich. Wir wollen auch nur aus drei verschiedenen Richtungen gleich die Sprengkraft. Für euch doch immer. Gebt acht. Pappt euch erstmal euer wieder Dorf zusammen. Wird angegriffen. Natürlich. Dann wartet, bis dieser Trupp am letzten Schützen vorbei ist. Dann geht alle in die Ecke. Dann wartet, bis die anderen Trupps da vorbei sind. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Mit Vergnügen. Ja! Explizit darauf aufpassen, wenn nicht aus Versehen irgendein Banker absticht oder so. Ja. Ich weiß doch, die machen sowas gerne. Also da kommt der eine Trupp. Machen noch einen Quicksave. Ja, so gewagt sind wir jetzt gerade. Hiernach kommen dann gleich noch zwei Trupps. Sobald die vorbei sind, dann versuchen wir uns zu verteilen. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Der Feind attackiert eure Siedlung. Wenn ihr jetzt hier lang geht, ich hasse euch dann. Das könnte nicht bringen. Das könnt ihr auch nicht machen! Gerne. Das könnt ihr mir doch nicht antun! Dass ihr genau in der Sekunde wieder zurückkommt. Wenn alle drei Diebe gleichzeitig springen an der gleichen Stelle, sind sie alle gleichzeitig tot und keiner kriegt seinen Sprengsatz gezündet. Das hilft uns nicht weiter. Gut, wir ignorieren die Schwertkämpfer. In der Sekunde, die beiden Trupps am letzten Schützen vorbei sind, positionieren wir uns. So, der Trupp ist gerade unterwegs. Gebt acht. Die beiden Trupps sind auf dem Weg. Wir machen uns bereit, uns zu positionieren. Geht vorbei, kommt schon. Da kommen die Schwertkämpfer schon. Unser Fenster ist dementsprechend sehr winzig klein, in dem wir das hinkriegen können. Mache ich. Zünden, der jetzt. Countdown live. Zu alle! Hat schon wieder nur einer geschafft. Warum? Weil der eine inkompetent gewesen ist. Und einfach stehen geblieben ist. Das ist unglaublich. Ich glaube, das Spiel mag uns nicht. Der eine ist einfach kurz mal stehen geblieben, hat sich mal kurz die Gegend angeguckt. Fand er lustig. Ich glaube, wir kriegen das mit drei Dieben nicht hin. Ich habe so ein Gefühl. Da brauchen mehr. Vielleicht geht's ja mit vier. Aber dafür ist jetzt hier zu spät. Nee, wenn wir jetzt machen... Der Feind attackiert eure Siedlung. Der Tag der Abrechnung. Weil man sich nicht hier durchschleichen kann. Werden gezahlt. Und sich auch nicht dazwischen setzen kann. Ja! Mache ich. Aber sicher. Ich weiß nicht, wie er das überlebt hat. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Antwort auf diese Frage. Zünden! Hans! Ihr werdet angegriffen. Ne.
Ich weiß nicht, was ich da gedacht habe, aber... Das ist unglaublich mit diesen Dieben. Die kommen dann, das bringt nichts, was wir gerade versuchen. Wir versuchen gerade Ewigkeiten genau das Gleiche und kommen da einfach nicht durch mit drei Dieben. Aber das Miese ist, ich bin mir nicht mehr sicher, ob wir mit vier Dieben da durchkämen. Gerne. Versuchen wir mal so viele Dieben wie möglich gerade zu retten. Euer Dorf wird angegriffen. Es ist Zahltag. Unsere aktuelle Position bringt uns nicht weiter. Sofort. Wir müssen Verstärkung an Dieben ranziehen, ansonsten kommen wir nicht durch. Natürlich. Er ist tot, damit haben wir rechnen dürfen. Aber sicher. Ja. Bleiben wir erstmal dabei, dass wir zwei Diebe gerettet haben, dann holen wir zwei neue. Oder drei neue. Mit fünf Dieben wird's klappen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Müssen wir nur wieder reinschmuggeln. Ja. Den Schmuggelprozess können wir vielleicht ein bisschen beschleunigen. Mit Vergnügen, aber sicher. Natürlich. Natürlich. Der Feind attackiert eure Siedlung. Sofort. Gerne. Für euch doch immer. Gerne. Gerne. Eure Arbeiter bezahlen ihre Steuern. Selbst wenn ihr plötzlich interessiert an massiven Angriffen. Aus der Ferne werde ich zuschlagen. Sofort, gerne. Moment mal, heißt das, die beiden haben jetzt freie Bahn? Offensichtlich nicht. Gerne, gerne, aber sicher. Aber vielleicht haben die jetzt freiere Bahn. Kriegen meine Jungs und ich heute Abend frei. Nebenstellen? Andere Seite? Natürlich. Kriegt das vielleicht hin? Zündung. Der Countdown läuft. Ihr werdet angegriffen. Einer ist gescheitert, der andere hat es natürlich geschafft. Weißt du was? Bleiben wir einfach dabei, dass einer Sprengung gelungen ist. Das Problem ist, dass wir es nicht speichern dürfen. Ja! Für euch doch immer. Für euch doch immer. Seit wann habt ihr eigentlich schon ein Interesse an massiven Angriffen gefunden? Der Turm ist weg, das ist klar. Meint ihr, dass ihr besonders lustig wärt bei eurer Aktion hier? Wird gemacht! Drake, sagt ihr mal, dass sie nicht besonders lustig sind bei ihrer Aktion hier. Ich ziele mit Bedacht. Macht sie nieder! Auf in den Kampf!